Ho, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Woolly World. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch den König der Pfosten nennen, wenn ihr das wollt. Denn im Labyrinth voller Pfosten habe ich bewiesen, dass ich der größte Vollpfosten von allen bin. Ich habe dort nicht alle Wolle gefunden und das war sehr traurig. Inzwischen weiß ich, wo sie ist, ich werde sie holen und dann wissen wir auch, was für einen Yoshi ich noch zu erwarten habe. Vorher möchte ich aber etwas ausprobieren. Mal ganz kurz gucken, ob das hier klappt. Oh. Berühre in einem Level mit einem Yoshi-Amiibo das komische Kontaktfeld, um mit einem Doppel-Yoshi zu spielen. Ja, liebe Leute, ich bin jetzt stolzer Besitzer. Ich habe es jetzt nicht so inszeniert, wie ich das eigentlich wollte, aber ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Woll-Yoshi-Amiibos. Kein normaler Yoshi, obwohl es egal ist, ob man Wolle oder nicht benutzt in diesem Spiel. Man kriegt immer diesen Yoshi-Begleiter, diesen Doppel-Yoshi. Ich habe allerdings den blauen Woll-Amiibo bekommen. Ich bin sehr stolz darauf, weil die momentan echt sauteuer sind und das war es mir eigentlich nicht wert, dafür so viel Geld irgendwelchen, irgendwelchen Leuten in den Rachen zu schmeißen, die das dann halt aufkaufen und super teuer wieder verkaufen. Ich habe es tatsächlich zum Originalpreis bekommen bin darüber sehr glücklich und ich werde es gleich mal ausprobieren. Ich will euch ja was zeigen. Oh yeah. Jetzt aber erstmal gehen wir hier rein. Jupp. Ich habe nämlich noch einen Zaubertrick gelernt. Ihr wisst ja, ich zauber sehr gerne. Ich bin sowas wie der Houdini, der Dinosaurier. So, wir haben das letzte Mal ja schon so einiges zusammen gezaubert, aber diesmal habe ich einen Zaubertrick, der zu unseren ersten, zum ersten und zum dritten passt. Und ich weiß noch nicht, wie es so aussehen wird. Ich mach mal Abracadabra. Naja, gut. Sieht eigentlich genauso aus wie Link, Yoshi. Aber das sieht ja wirklich ganz genauso aus, ne? Sieht echt ganz... Guckt euch mal das an. Tun Link Yoshi? Normaler Link Yoshi. Das ist identisch. Nein, Leute. Also das kann ich euch so nicht antun. Das kann ich... Ich muss mal ganz kurz... Ihr hört es jetzt rumpeln. Das liegt daran, dass ich in meiner Schublade greife. Ich muss nochmal zaubern, weil das ist ja wirklich identisch. Im Gegensatz zu den beiden Bowser-Yoshis sind die völlig gleich. Also, Achtung. Achtung. Simsala. Bim. Oh yeah, ihr erkennt ihn sofort, er ist jetzt eine Sie und sie ist besonders hübsch und hat einen Dutt, wie es aussieht. Das ist Zelda Yoshi, die Holde unter den Tollen. Und mit der werden wir uns jetzt gleich ein bisschen fortbewegen, denn ich habe nicht erwartet, dass Toon Link Yoshi genauso aussieht wie der normale Link Yoshi. Das ist ja Schmu. Also kann schon sein, obwohl, nee, es sind zwei unterschiedliche, also die Skins wurden zweimal angezeigt. Ich dachte jetzt, vielleicht ist es egal, welchen Link-Yoshi man besitzt und man kriegt immer das gleiche. Ich weiß nicht. Also könnte schon sein, dass das irgendwie so gehandhabt wird. So, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen an die Steuerung wieder gewöhnen, denn ich habe die letzten Tage erstmal gar nicht aufgenommen und davor ein bisschen Smash Brothers. Das lasse ich ja nebenher laufen. Und jetzt muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich jetzt mit dem Steuerkreuz denke. So, ich glaube, hier war das Labyrinth voller Pfosten. Genau, und da hatte ich die dritte Wolle verpasst. Ich brauche jetzt auch den Trickanstecker eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, ich benutze das jetzt mal einfach, um mich so ein bisschen wieder aufzuladen hier. Trickanstecker brauche ich nicht. Also, ich sammle jetzt ein bisschen Geld und Geld ist schön und dann kaufe ich mir irgendwelche anderen Dinge davon. Oh, ein Schloss aus Honig. Ja, da fließe ich so dahin. Vor allem das Schloss fließt dann so ein bisschen dahin. Vielleicht ist ein Schloss aus Honig nicht meine allerbeste Idee bisher. So. Also. Oh Mann, die ist die hübsch kleine Zelda. Oh, das spielt sich immer so komisch, wenn man das mal eine Weile nicht gemacht hat. Ich muss mich ein bisschen zurücksetzen hier. Ich bin jetzt mal wieder, wie eigentlich immer, super müde. Ich hatte heute einen echt langen Tag und habe jetzt gerade meinen nächsten Urlaub gebucht. Nach Malaga. Und das hat aber ein bisschen gedauert. Und jetzt habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel Kraft hier zu spielen. Aber ich muss unbedingt noch ein paar Folgen aufnehmen. Denn während ich weg bin, erstens möchte ich jeden Tag euch so Folgen geben. Und zweitens möchte ich, während ich weg bin, das sind 15 Tage, möchte ich euch neue Folgen zur Verfügung stellen. Das ist mir schon relativ wichtig. Gehe ich jetzt oben oder unten lang? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Achso, unten war, glaube ich, nur so ein Chatskin. Also gehe ich oben lang. Also ich bin 15 Tage weg und dann muss ich also insgesamt 30 Folgen aufnehmen, denn, also das wird nicht nur dieses Spiel sein, das wird wahrscheinlich auch das nächste Projekt mit umfassen, denn ich muss, möchte euch ja eigentlich gerne, das war aber, nein, möchte euch eigentlich 2 Folgen pro Tag insgesamt zur Verfügung stellen, gerne auch mal mehr, im Moment kann ich das noch nicht, aus Zeitgründen ganz einfach. So, das ist schon mal nix hier. Moment, ich hätte oben lang gemusst, glaube ich.
habe ich, glaube ich, jetzt schon... Nee, nee, also es kriege ich schon hin. Keine Sorge, Leute. Keine Sorge. Ihr müsst nicht weinen. Ist alles in Ordnung. Hm. So. Okay. Ein paar Herzchen eingesammelt. Hier ist mich aufgeschleckt, runtergeschluckt, draufgesprungen. Ich glaube, das war nicht der direkteste Weg mal wieder. Aber so gut kenne ich mich nur auch wieder nicht aus. Oh. Stimmt, ich bin wieder am Anfang. Na, das habe ich ja toll gemacht. Nein, nein. Also ich hätte oben entlang gemusst. Warte mal. So, die kann ich noch mitnehmen. Schadet ja nicht, noch ein bisschen was einzusammeln. Momentchen. Wie hätte ich das machen müssen? Wie hätte ich hier lang gemusst? Aber das war ich doch. Nein, also eigentlich müsste ich. Wie mache ich das denn an dieser Stelle hier, dass ich da weiterkomme? Achso, der Pfeil zeigt ja da entlang. Aber ich habe keinen. Hä? Bin ich jetzt irgendwie komplett blöd oder was? Oder falle ich hier durch? Nee. Hä? Ich bin komplett blöd. Ich weiß gerade nicht, wie ich. Hä? Ich weiß gerade nicht, wie ich da hinkomme. Nein. Oh mein Gott. Ich muss wahrscheinlich doch diesen anderen Weg, von dem ich. Genau, den unteren hier muss ich nehmen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eigentlich, oh Frau, denn ich bin ja die holde Zelda. Oh, ich bin die Zelda, ich bin so hold. So, ja. Trotzdem, auch Zelda Yoshi hat einen Hammer gegessen. Auch der hämmert so richtig hardcore. Alles klar. Und das war die zweite Wolle. Wir sind gar nicht so weit entfernt von der dritten Wolle. Und genau, das wollte ich eigentlich haben. Habe ich gerade nicht gepeilt. Wie ihr merkt, ich bin ein bisschen müde, aber ich bin trotzdem für euch da. Ja, ich habe süße Träume, bevor ich anfange zu schlafen. Okay, und jetzt sind wir auch schon, glaube ich, im richtigen Raum. Und soweit ich weiß, ui, das will ich haben. Geld. Müsste das hier irgendwo sein? Und zwar, das war relativ fies versteckt, weil hier ja schon so ein Chatskin ist und ich noch weiterkomme, habe ich nie gesehen, dass wenn man es ganz runterstampft, hier noch ein kleines ist. Ne? Vielen Dank für den Tipp, den habe ich erhalten und ich fand das sehr dolle nett, das fand ich so. Und jetzt sind wir Maulwurf-Yoshi und irgendwo hier muss die Wolle wohl sein, Wühl-Yoshi, stimmt, so heißt er ja. Genau, und jetzt muss ich ja B drücken, um überhaupt voranzukommen. Oh, das ist ja fies hier. Und irgendwo hier ist also die Wolle versteckt. Wolle ist so lecker. Oh. Ich will nicht unbedingt sterben. Ah. Also ich sehe sie jetzt auch noch nicht. Oh, ah, schnell durch. Okay, noch haben wir genügend Zeit. Oh, das ist aber groß hier. Und da ist die Wolle. Oh yeah. Vielen Dank für den Hinweis. Allein hätte ich das nicht gefunden. Ich habe es hier lang genug probiert. Sehr cool. Jetzt muss ich aber noch schnell zum Ziel. Das dauert mir sonst zu lange. Das letzte bisschen Geld lasse ich da liegen. Es sind ja, obwohl, wir haben auch noch zwei Dingsen da, Bumsen, da ist gefehlt. Oh mein Gott. Da sind doch bestimmt die da drin gewesen. Nein, da muss ich vielleicht doch noch rein. Also die Stempel, die würde ich schon ganz gerne noch holen, wenn wir schon mal da sind. Hallo? Warum bist du so hoch? Was ist das? Eine Frechheit vielleicht? Dunk. Die wollen wir natürlich auch noch haben. Ich gehe nochmal rein und sammle diesmal ein bisschen mehr ein. Das wäre ganz fein. Denn Reichtum soll mein sein. Okay, jetzt müssen wir weniger sammeln als eben. Das heißt, wir haben es jetzt schon mal ein bisschen leichter. Wobei es eben ja auch nicht wirklich schwer war, ne? Aber das sieht doch... So viel zu nicht wirklich schwer. Idiot, Idiot, Idiot. Okay, da war keiner dabei. Nee, 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 nee. So nicht, mein Freund. Nicht so. Okay, da war einer der Stempel. Mann! Ich bin gerade etwas ungeduldig, fürchte ich. Dunk, 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 hui. Ich möchte mal nach da oben. Vielleicht ist da ja irgendwas noch. Nö, da war nix. Gehen wir mal hier entlang. So stark, so mächtig. Und, aha, da ist er. Oh, 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 ich glaube, ich hänge fest. Ach, wie dumm von mir. Wieso hänge ich da so fest? Oh nein, ich dachte, ich könnte da die Wand hochlaufen. Kann der das nicht? Na gut, dann muss ich es wohl nochmal machen. Ich bin rausgeworfen worden. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Sorry, Leute. Es war gerade ein bisschen fällig. Ich weiß jetzt nicht genau, warum ich die Wand nicht hochgekommen bin. Aber wir haben hier noch ein bisschen Zeit. Und vor allem wollt ihr sicherlich... Achso, ihr kriegt den Yoshi sowieso gleich zu sehen. Genau, hier war ja das erste. Nee, war es noch nicht. Aber auf jeden Fall sind wir diesmal ohne Treffer durchgekommen. Das ist schon mal schön. Diesmal nicht. Das Komische ist, dass man hier nicht mit dem Steuerkreuz lenkt, sondern tatsächlich... da unten war das erste.
Tatsächlich macht man das mit B gedrückt halten. Also man hält B gedrückt und dadurch läuft er dann automatisch. Und ich denke nicht dran, dass ich einfach auch mal aufhören könnte zu drücken. Und deswegen laufe ich überall dagegen. So ist es im Leben. Okay, da war es ja. Und diesmal... Ach komm, lauf einfach mal da oben hin. Ja, ja, das wird diesmal schon klappen. So, okay, wir sind drinnen draußen. Das war aber auch ein ganz komischer Ort da gerade. Okay. Und jetzt müssen wir eigentlich noch durch und dann haben wir alles geschafft, nehme ich mal an. Alles klar. Muss ich mal ein bisschen was testen hier. So, und... Ach so, jetzt brauchen wir aber noch den Schlüssel. Wo war der? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ach so, das hätte man auch über dieses komische Ding machen müssen, bevor ich da... Also da quasi nicht in die Bonusrunde gehen, sondern... Ah, das ist ja so umständlich. Kann ich jetzt einfach... Nee, ich kann nicht einfach raus, ne? Ich kann nicht einfach rausklicken und sagen, ich hab's doch jetzt. Sag mal, glitzer ich? Ist das der Zelda-Amiibo oder ist das... Ich weiß es nicht. Ich habe doch gerade geleuchtet. Das war doch wunderschön. Ich muss hier unten... Obwohl, jetzt ist es, glaube ich, egal. Also, ich glaube, der Zelda irgendwie... Also, ich flimmer so ein bisschen. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich an Zelda liegt oder ob ich irgendwas anderes getan habe. Aber es sieht so aus, als ob es leuchten würde. Guckt euch das mal an. Also, nicht leuchten, so ein Glitzerflummel. Flummelfummel. Zelda, du bist ja hübsch. Der Schlüssel ist bestimmt da oben. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber so komme ich nicht hoch. Da muss ich wirklich erst den rosanen Typi hier wieder runterstampfen. Richtig. Ja, da war ja sowas. Ja, brauchen wir jetzt aber nicht. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Raum nach oben. So, mal schauen, ob es so reicht. Ach Mann, kommt schon, Leute. Seid doch mal nicht so Spielverderber hier. Nee, schaffe ich nicht. Ich muss den gelben noch einen höher machen, damit ich hier überhaupt hochkomme. Das kriegen wir aber hin, denke ich mal. Das war schon immer irgendwie so ein bisschen mein Hasslevel. Also mit dem komme ich einfach nicht so gut klar. So, Schlüsselchen, bist du da drin? Hallo, hallo. Ja, sehr schön. Er ist da drin. Ich hasse diese braunen Klöße, die der manchmal ausstampft. Diese voll eklig. Hey. Geht doch. Weißt du was? Ich ignoriere dich jetzt, du blöde kleine Fledermaus. Zu bald Arsch. Okay. Und einmal durch. Ach ja, du isst ja wohl. Also bis jetzt habe ich ja noch nichts für euch zusammengeschnitten, aber ich denke, ich werde das bei den Stempeln wirklich tun oder die wirklich einfach offscreen sammeln. Achso, das kann ich gar nicht so machen. Ist jetzt auch egal. Brauche ich jetzt nicht. Ich habe ein Blümchen. Aber ich sammle es mir. Die Freude war zu groß. So, also wir machen ein kleines Bonusspielchen. Diese Bonusspielchen kosten ja ganz schön Zeit. Ja, also ich will euch auf jeden Fall die Levels alle zu 100% machen. Das ist ja klar. Ja, und dass ich das mit den Herzchen einfach so nachhole. Was ist das für ein Yoshi? Das ist der Gemüseeintopf Yoshi. Da ist Spargel, ein bisschen Grünkohl und ein Klotz Holz drin. Und dass ich die Herzchen einfach so nachhole, ich glaube, das ist in Ordnung, dass man diese Levels auch ohne verletzt zu werden oder ohne verletzt rauszugehen schafft. Das ist, denke ich, klar. Bei den anderen Boni bin ich mir immer nicht so ganz sicher, was ich da am besten machen sollte. Ach man, diese Bonusrunde hier kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ich glaube, ich habe das noch nie geschafft, hier rechtzeitig alle abzuräumen, weil ich die Wege mir zu weit mache. Macht aber auch nichts. Ist mir egal. Also ich weiß bei den Stempeln einfach noch nicht, ob ich einen Zusammenschnitt mache oder die einfach offscreen sammle, weil eigentlich wollt ihr sicherlich wissen, wo die sind. Und so ein Zusammenschnitt wäre nicht schlecht. Ist ein bisschen komplizierter dann aufzunehmen, weil ich dann halt die Punkte mir raussuchen muss und auch so für euch zusammenschneiden muss, dass ihr wisst, wo ich gerade bin, wenn ich es einsammle. Aber ich denke, das wäre schon ganz fair euch gegenüber. So, ich habe 960 Stempelaufnäher gefunden und erhalte dafür neue Stempelchen. Oh, so schön, ich liebe Stempel. Und wir kriegen unseren Gemüseeintopf Yoshi, der bestimmt was anderes ist. Oh, sieht aber wirklich so aus. Was ist das? Der Pfosten-Yoshi, ja. Der Vollpfosten unter den Yoshis. Der arme kleine Kerl, der leidet bestimmt unter seinem Titel. Ich nehme ihn jetzt aber trotzdem mal mit. So, alles klar. Jetzt müssen wir in Welt 4 zurück. Wir hatten ja schon das hier gemeistert. 3S war das mit dem... mit diesem Bullet Bill, auf dem dessen Schweif man reiten konnte. Und
Moment mal, Leute. Wollt ihr vielleicht, dass ich nochmal zauber? Nein, noch nicht, oder? Ich habe ja gerade erst einen neuen Yoshi, aber ich könnte nochmal für euch zaubern. Ich hätte da voll Lust drauf. Also vielleicht nach dem Level, wenn ich keinen neuen Yoshi bekommen sollte. So, was fehlt uns hier noch? Eine ganze Menge, glaube ich. Ja, hier fehlt noch ein Blümchen und eine Wollololle. Wollololl. Hier fehlt auch noch ein Blümchen und eine Wollololle. Flussverdruss. Ich gehe erstmal hier rein zum Flussverdruss. Flussverdruss war doch das mit dem Viech, oder? Ich mache erstmal werden sichtbar. Ich habe festgestellt, in manchen ist es vielleicht auch einfach besser, wenn ich den Magneten mit reinnehme. Das finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Das müsste ich mir aber erstmal überlegen. Bei manchen weiß man ja, wo es ist. Man kriegt es bloß nicht so gut. Ich habe beim Flussverdruss, war das mit dem Riesenviech das? Ja, ja, das ist das. Den Viech mag ich nicht. Aber ich denke, am Anfang können wir sowieso noch relativ unbeschwert hier durchgehen. Denn es sind ja die letzten beiden Gegenstände, die mir jeweils fehlen. Also da haben wir schon die erste Wolle. Das schaffen wir mit Gegnersprung, denke ich. Oh, okay. Das haben wir auch nochmal so bekommen. Nochmal ein bisschen Geld einsammeln. Das tut mir gut, mir tut. Okay. Alles klar. Ach, das ist bestimmt sowas gewesen, wo ich Timing brauchte. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ja, du blöder Fisch. Ich habe noch gar nicht probiert, den abzuschießen, oder? Habe ich das mal probiert? Weil der Hundi hat den ja immer gefressen, den Fisch. Okay, wir nehmen das hier trotzdem auch mal mit. Ah ja, es geht tatsächlich. Oh, ja. Hab ich ihn einfach abgeknallt. Dass der auch so weit zurückfliegt dann plötzlich, der arme Viech. Armer Viech, ich mag dich nicht. Oh, oh. Okay, macht aber nichts. Oh Mann, komme ich jetzt hier noch hoch? Nee, natürlich nicht. Na toll. Na wohl, ja toll. Komm schon. Ah ja, geht doch. Ja, jetzt hat der Fisch so langsam ein bisschen Schiss bekommen, ha? Feig Fisch. Und wieder... Herzchen, Herzchen. So, ich hüpfe einfach mal hinterher. Kann ich hier rüber laufen? Ja, es geht. So, hier oben ist sicherlich auch nochmal ein Blümchen. Nee, ist kein Blümchen, war nur Stempelpampe. Okay. Oh yeah. Ich pfeife auf diesen Fisch. Piu, piu. Oh. Frisst er einen ganz? Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Oh, ich habe nichts zum Essen dabei. Zum Werfen. Zum Essen auch nicht. Ich bin so arm. So, hier war auch noch nichts Besonderes. Ich glaube, das hatte ich auch das letzte Mal bekommen. Oh, ist schon vorbei. Plink. Und wir kommen in eine Bonustür. Kommen wir auch nicht dran vorbei. Das war, glaube ich, mit Schwimmen der Seepferdchen-Yoshi. Nixen-Yoshi natürlich. Oh yeah. Ja. Also da lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf, dass ich da wirklich hier alles hole, sondern ich möchte nur durchkommen. Ich habe hier ja schon alles geholt, obwohl ich mich auch beeilen könnte. So, oh, das ist vielleicht gar nicht mal so eine gute Idee gewesen. Kannst du das bitte mitnehmen? Danke. Hallo? Oh, schön am wertvollsten vorbeigeschwommen. Schön aufgeladen und durchgehämmert. Ja, du brutale Nixe, du. Bring die ganzen Kleinen hier um. Futsch und oh yeah. Und stem. Okay. Alles klar, wir sind schon wieder hier. Mal schauen, wie weit wir sind. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, bevor es jetzt... Ach so, ach, das wurde immer kleiner. Ja, ja, das war sowas, was ich rechtzeitig bekommen musste. Ja, dann ist der Magnet sicherlich sinnvoller. Ich hoffe, ich krieg's trotzdem. Ich kann jetzt natürlich erstmal nichts versprechen, ne? Nö, nö. Aua, warum nur? Du bist eine Piranha-Pflanze. Natürlich mache ich dich kaputt. Du blöder Fisch. Warum bist du so lecker? Geld, Geld, Geld. Okay, wir wollen das natürlich haben. Lassen uns überhaupt nicht von den blöden... Fisch irritieren fast überhaupt nicht. Also es hat mich jetzt echt überhaupt nicht aus der Fassung gebracht. Der ist sehr viel größer war als ich. Ja, die Wolle ist mir jetzt super egal. Oh, eigentlich ist mir das Ding da unten auch ziemlich egal.
Ich möchte eigentlich nur rechtzeitig wissen, wann ich... Genau, das wird jetzt schneller hier. Und da muss ich rechtzeitig abspringen, nehme ich an. Aber ich habe es nicht mehr in Erinnerung, wie das war. Das wird bestimmt noch schneller hier. Okay, das ist mir jetzt alles noch relativ egal. Da ist die Wolle. Die ist auch schon ganz cool. Aber ich will eine mehr. Du blöde Wolle, wo bist du nur? Ich weiß es leider nicht, die ist versteckt. Du blöde Wolle, zeig dich mal. Ah, nö, tschup. Ah, das habe ich schon mal. Und jetzt hier wahrscheinlich einfach... Hä, wo ist denn jetzt die letzte Wolle? Hatte ich die? Nein, bleib hier, bleib hier. Also, nee, die letzte Wolle ist mir verschwunden. Habt ihr die gesehen? Ich gehe mal eben zurück. Dip, 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 dim. Ah, das sieht doch gut aus. Oh yeah, wir haben sie gefunden. Stamp. Okay, cool. Das. Also ich habe es nämlich nicht gesehen. Okay, das ist eine Pommes mit Ketchup, Yoshi, würde ich sagen. Denn er ist rot und gelelelp. Und wir können hier reingehen und zwar guten Gewissens. Es ist relativ... Oh, das war relativ scheiße. Es ist relativ einfach gewesen jetzt. Cool. Ich habe viel Schlimmeres erwartet. Ich erinnere mich an dieses komische Vorhang-Level, wo ich auch viel verpasst habe. Und da war es wesentlich schwerer, noch die letzten zu bekommen. So, zwei Stempel. Nee, ich habe alles. Ich habe alles. Ich habe jetzt nicht alles gesammelt, aber insgesamt dürfte ich hier durch sein. Das sollte ein Sternchen-Level sein. Ich kriege jetzt erstmal meinen Pommes mit Ketchup, Yoshi. Das wird so schön. Ich versuche jetzt nochmal im nächsten Level was zu finden. Ich bin ja inzwischen auf die 30-Minuten-Part schon fast ein bisschen eingespielt. Ich werde das natürlich nicht bei jedem Let's Play machen, weil das einfach zu lang ist. Aber, naja, für jetzt erstmal. Das ist hier einfach so. Und ich möchte einfach auch nicht zu Apfel-Yoshi ist. Das zu viele Parts letztendlich machen. Gut, Apfel-Yoshi nehmen wir mit. Dann muss ich doch nicht in diesem Part nochmal für euch zaubern. Na, dann heben wir uns das eben beim nächsten, fürs nächste Mal auf. So, was haben wir hier so? Ein Blümchen fehlt uns. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ich will ja die Sonderlevels für euch freispielen. Und wir fehlen ganz, ganz viele Stempelchen. Ganz viele. Ja, dann ist das natürlich wieder sinnvoll. Also, ist halt der Bonus, der dafür am sinnvollsten ist. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass ich quasi nichts zusammenschneide bisher für diese großen Gegenstände. Das könnte ich natürlich auch machen, dann kämt ihr schneller ans Ziel. Aber ich wollte ganz gerne euch auch so ein bisschen zeigen, wie lange ich tatsächlich brauche, um hier zum Ziel zu kommen. Also, wie schwer es auch eigentlich versteckt ist letztendlich. An das Level erinnere ich mich gerade gar nicht so richtig. Ah, okay, da haben wir schon mal das erste böse Zeug, aber hier war ich schon drin. Und ich kann hier durch die Wand, kann mich nicht erinnern, dass ich das letzte Mal gemacht hätte. Aber es kann schon sein, dass doch, da war ich definitiv. Dive and I dive. So, ach so, das ist dieses Ding. Und ich weiß auch, wo das, ach nee, also... Habe ich da diesen, das, ich weiß auf jeden Fall, wo noch ein Stempelchen war. Also das war das mit dem Super-Killer-Fisch. Ich weiß das noch. Ich weiß das noch. Und ich glaube, da habe ich auch ein Wölkchen übersehen. Und ich schätze mal, dass da die Blume drin war. Nein! Das ist so schade. Das wird schrecklich. Jetzt sterbe ich wohl noch einmal. Okay. Okay. Und hey, geht da durch. So, wir müssen leider mit euch schießen, Affi. So, da ist... Habe ich das letzte Mal nicht bekommen? Ja, kein Wunder. Ja, das war tatsächlich, was ich das letzte Mal nicht bekommen hatte. Und da ist ein Blümchen. Das habe ich aber gefunden das letzte Mal. Das ist schon mal schön. Wahrscheinlich habe ich deswegen das andere auch nicht bekommen. Dafür nehme ich mal dich hier. Aua! Oh. Ah, nee, war kein Fehler. War in Ordnung. Jetzt weiß ich nicht genau, wo ich am besten entlang gehen sollte. Aber es ist auf jeden Fall nie schlecht, Wolle einzusammeln. Wie Wolle, Wolle, Wolle. So, das war ein Fehler. Da oben könnte ich noch entlang schweben. Man sieht, dass man da was verschieben kann, aber ich nehme an, dass ich das schon gesehen habe. Hoffe ich zumindest. Für meine Ehre. Okay, ich hatte es schon gefunden, das ist gut. So, jetzt wollen wir mal da vorbeikommen, wenn es irgendwie geht, ohne uns umbringen zu lassen. Ja, sehr schön. Und wollen wir die Affen vielleicht mal töten? Ja, einen zumindest. Dunk. Okay. Dich esse ich auf, damit schön warm und mollig wird um dich herum.
Oh, okay. Das ist gut. Na, ah. Oh, komm schon, lass mich durch. Ja, sehr gut. Hat alles so geklappt, wie ich es geplant habe. Aber... Herzchen. Aber Herzchen. So, da wollen wir natürlich auch noch lang. Ist ein altes Stempelchen drin, aber... Aua. Ja, kann ich jetzt nicht einfach auf... Nein, nein, nein. Ach, wie dumm. Ach, okay, dann schwimmen wir wohl nach oben. Na gut, machen wir das halt so. Da ist ja der Affe schon wieder da. Gut, runter mit dir. Blink. Ich fürchte fast. Also ich werde diesen Part einfach mittendrin unterbrechen, denke ich mal, wenn ich jetzt, wenn es jetzt tatsächlich passieren sollte. Hallo? Ach so, das war so. Okay, okay, okay. Ich hatte das letzte Mal das, glaube ich, ohne diesen, Moment, trifft's doch noch? Nee, tut's nicht. Hat's... Na, komm schon. Will er mich veräppeln? Gut, dass das so ruhig war. Hat es das letzte Mal, glaube ich, ohne das Wasser hier hoch geschafft. Aber, da hatte ich irgendeinen komischen Trick benutzt, den ich jetzt nicht mehr weiß. Und jetzt mache ich es einfach normal, Mann. So. Und jetzt muss ich, glaube ich, das wieder nach unten setzen und rechtzeitig hier, nee, überhaupt hier rüberkommen. Das ist gar nichts mit rechtzeitig. Das ist alles völlig easy und okay. So, und hier durch. Irgendwo hier ist doch dieser blöde, böse Viech. Oh, Viechi, warum bist du so blöd und böse? So, blink. Nochmal ein paar Herzchen dazu bekommen. Da ist der Hundi wieder. Gut, den brauchen wir hierfür aber nicht. Oh, oh. Okay, wir nehmen dich einfach mal so mit. So, hier war nix. Mir fehlen noch so viele Stempelchen. Das wundert mich hier gerade so ein bisschen. Okay. Ja, das waren nur diese komischen Dinger und da habe ich auch, glaube ich, alles gefunden. Da oben leuchtet es ein bisschen. Da muss ich wohl schnell genug das aufschlecken. Kann ich das schon mal jetzt machen? Ja, geht tatsächlich. Aber da ist die Wolle dazwischen. Also das ist nichts Besonderes. Okay. Da ist nichts Besonderes für mich zu holen. So. Da unten kann ich es wieder aufschlecken. Ich würde ganz gerne einfach... Ach so, nee, da ist nichts mit einfach. Da muss ich erst ganz umständlich hier den Weg entlang. Auf dich stempel ich drauf, dich esse ich auf, dich mache ich frei. Hudi, hi. Und warte mal. Was ist da drüben? Das habe ich sicherlich aber auch schon gefunden da vorne. Aber stimmt, ich kann mit dem Hund da hoch. Komm, Hundi, wir machen das mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon hatte. Oder? Oder? Eieiei, das ist so ein bisschen schade, wenn man das alles nicht mehr weiß. Ach nee, das hatte ich bestimmt noch nicht. Ja, dann machen wir das doch einfach so. So, jetzt geht das Wasser wahrscheinlich runter. Und, ah ja, okay, und jetzt geht's wieder hoch. Und ich hoffe, er kommt nicht wieder raus. Ah ja, okay, das ist ein ganz witziges Spielchen. Ach, da ist ja, das ist das letzte Blümchen gewesen. Oh Mann, und ich, Vollhorst, dachte an was ganz anderes gerade. Na gut, sehr schön, dann haben wir das Blümchen ja. Meine Güte, gut, dass ich da nochmal reingeschaut habe. Und ich war so selbstsicher, dass das alles schon in Ordnung wäre und so. Oh mein Gott, das wäre so falsch. Okay. Cool, wir haben das letzte Blümchen, dann habe ich das Level offenbar verwechselt. Oder es ging da nur um irgendwelche Stempelchen. Ich glaube eigentlich, das ist das, was ich meinte mit diesem komischen Viech. Hundi, kommst du mit? Oder kannst du nicht mitkommen? Kommst du da etwa nicht entlang? Hundilein, aber nein. Na gut. Also ich glaube, wir müssen den Weg unten entlang nehmen mit Hundi. Das schafft er auf jeden Fall. Komm her, Hundi. Und, ja, ja, komm mal her. Achso, da wäre noch dieser Bonus gewesen, den ich hätte einsacken können. Hundi weiß das auch und deswegen bleibt er oben. Aber der ist mir jetzt ziemlich Wurst, Jacke wie Hose und egal. Lauf mal da entlang. Den müssen wir nämlich hier mit hochnehmen, damit wir den Weg frei haben. So. Ich bin ein kleiner Apfel. Nein, geh da lang bitte, geh da lang bitte, geh da lang bitte, ist ja voll nett. So. Überrenn den. Bam. Okay, da ist schon das Ding drin. Ich würde sagen, wir versuchen ihn reinlaufen zu lassen. Achso, das geht ja nur von der anderen Seite, ist ja klar. Das müssen wir nicht so machen. Komm mal her, Hundi, lauf mal darüber. Und zwar schnell. Wir haben doch keine Zeit. Okay. So. So. Da war noch ein Blümchen. Ja, das ist jetzt alles nicht so wichtig. Ach, so kann man die auch ganz normal besiegen. Das wusste ich ja gar nicht. Na gut, in Ordnung. Wo müssen wir denn jetzt am besten entlang? Wir müssen jetzt das Wasser wieder nach oben kriegen, während der Hund hier ist.
Aber ich sehe gerade nicht. Achso, da unten geht's entlang. Na, geh doch mal weg. Dieser Hund kann so derartig nervig sein, wenn er dauernd im Weg ist. Geh mal da weg. Komm, geh mal da weg. Also komm und weg, ja, ne? Das versteht er natürlich nicht. Er versteht nur, komm her. Aber trotzdem, nö, geht nicht. Geht so nicht. So, das war auch nicht, was ich meinte. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Irgendwo muss doch hier das Wasser wieder angehen. Oder mache ich das hier drüben irgendwo? Nee. Ich bin gerade... Achso, man kann es auflegen. Na gut. Ja, wir machen es ein bisschen mit Distanz, damit wir es auch wirklich schaffen da drüben. So. Oh, jetzt Laufhund und mecker nicht. So, nein, Hund. Sei nicht so quetschig. So, komm her und rüber. Rüber! Ja, sehr schön. Einmal springen, einmal laufen. Na, lauf. Ach, braucht zu viel Zeit, der Kleine. Na, lauf, lauf, lauf. Sehr schön. Gib mir den verflixten Schlüssel. So, und jetzt geht's hier rüber. Und wir sind beim Tor. Auf dem Hund geritten. Ich bin sozusagen auf den Hund gekommen. Tschunk! Au! Mann, warum bist du so eine blöde Tür? So. Und jetzt tauchen wir hier auf und ab. War das nicht die Stelle mit dem... Das war die doch, oder? Genau, und da hatte ich das am Ende nicht geschafft. Und da war mir der Hund aber auch ein bisschen im Wege. Und ich wollte unbedingt diese Wolle haben, die hier noch war. Und, ja, ja, doch, doch, das war schon so. Jetzt mache ich das mal... Nein! Ich habe kurz vergessen, dass der einen schubst und wollte mich einfach kurz treffen lassen. Und jetzt habe ich wieder keine Wolle dabei. Ich bin wirklich das saublödeste Stück Blödheit, das jemals blöd wurde. Kann man das so sagen? Ich versuche einfach mal hier. Okay, meinetwegen, meinetwegen. Ich wollte eigentlich nur den Stempel noch haben. Dich nehme ich mal mit, denn ich brauche dich noch für später. So. Ich brauche ja noch irgendwas, um dieses Fragezeichen-Dings zu berühren. Das brauche ich nicht mehr, soweit ich weiß. Da habe ich ja alles bekommen das letzte Mal. Und, sehr gut. Und jetzt kriegen wir das nämlich doch auch noch. Also, das saublödeste Stück Blödheit hat es irgendwie trotzdem noch geschafft. Ach, und da waren auch noch nur noch Herzchen drin. Also dafür hätte ich jetzt überhaupt nichts riskieren müssen. Sehr schade, dass ich so ein saublödes Stück Blödheit bin. Oh, ich bin so blöd. Na gut, mit Hut. Dann machen wir jetzt noch schnell den Boss. Oh, das ist ja Knotbert. Das überspringen wir aber mal. Wir haben genug von Knotbert gesehen und der Part ist auch schon wieder überzogen. Er war ja Stampfknotbert in dem Part, also in dem Kampf hier. Okay. Ah ja, okay. Richtig. Okay, den ersten Treffer haben wir schon mal. Ja, also ganz fix wird es jetzt wahrscheinlich erstmal nicht die ganze Zeit gehen. Genau, der hat hier so ein bisschen Wellen gemacht. Mach mal keine Welle, Alter. So, und da mussten wir ein bisschen schweben. Schweben, schweben, schweben. Einfach schweben, schweben. Okay, dann stampfen wir schön. Nochmal hier in die Nähe vielleicht. Ja, jawohl. Und stamp. Okay, alles klar. Okay, und Knoti wird nochmal ganz besonders sauer. Okay. Okay, stemp und nochmal. Genau, das macht er jetzt so. Und irgendwie, wenn er ganz... Ja, jetzt wird's grisselig, jetzt kommt er runter und schon ist es vorbei mit Knoti. Bam! Bam, it's stamp. Okay, alles klar, Kampf vorbei. Wir haben Knoti besiegt. Das war ja nicht so schwer. Er ist wirklich kein so allzu schwerer Zwischenboss. Ich fand den über den Wolken noch etwas schwerer. Aber vor allem haben wir dieses Level vollständig gemacht. Uns fehlt noch ein Stempel, das ist jetzt erst einmal egal. Aber vor allem haben wir das Blümchen. Oh, 34 Minuten. Na gut, Leute, dann warte ich heute ausnahmsweise mal nicht den Ladebildschirm ab. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder rein. Jetzt erstmal bis dann und tschüss.